Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Wir sind heute hier in Barcelona und stellen euch den neuen Mazda 2 vor. Die Älteren von euch wissen vielleicht, es gab da mal einen Kleinwagen von Mazda, den Mazda 121, der schon ganz unterschiedliche Formen hatte. Dann gab es den Mazda Demion, den ich kaum kenne. Und 2003 hat Mazda dann den ersten Mazda 2 vorgestellt. Der basierte damals auf der Plattform vom Ford Fusion. 2007 kam dann die zweite Produktgeneration, die war ein bisschen kompakter und basierte dann auf der Plattform vom Ford Fiesta. Im letzten Jahr wurde uns dann dieses Schmuckstück hier präsentiert auf der Basis vom Mazda 2. Und der Verkaufsstart ist jetzt auch schon direkt, also ihr könnt jetzt schon bestellen und beim Händler steht er ab Ende Februar für euch. Natürlich gibt es etliche Mitbewerber in dem Segment. Nehmen wir allein die Japaner, da haben wir den Toyota Yaris oder auch den Honda Jazz. Aber natürlich sind auch unsere deutschen Hersteller nicht untätig. Da hätten wir den Ford Fiesta zum Beispiel, den Opel Corsa, den VW Polo und die ganzen Derivate wie den Seat und Ibiza und den Skoda Fabia. Und nein, das waren längst nicht alle Mitbewerber, aber ihr könnt sie ja gerne in den Kommentaren ergänzen. Ich schlage vor, der Jens sagt uns jetzt mal was über die Motorisierung vom Mazda 2. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und heute reden wir ein bisschen länger über die Motoren, denn meiner Meinung nach macht Mazda hier einiges richtig. Während sich die Mitbewerber alle so, naja, ich sag mal so, versuchen beim Downsizing zu unterbieten, sagen die, nee, Hubraum ist Trumpf, wir bleiben bei 1,5 Liter Hubraum. Und das egal, ob es jetzt der Benziner ist oder der Dieselmotor. Zum Marktstart kommen 4 Motoren raus. Das sind 3 Benzinmotoren, nämlich der 1,5 Liter Benziner mit 75, 90 oder 115 PS oder halt auch der 1,5 Liter Diesel, der hat dann 105 PS. Gekoppelt wird das Ganze entweder an einem manuellen 5-Gang, an einem manuellen 6-Gang oder an einem automatischen 6-Gang-Getriebe. Und das 6-Gang-Getriebe, also die Automatik, die ist aber nochmal im Vergleich zum Vorgänger um 17 Kilo leichter geworden. Wir haben uns für die goldene Mitte entschieden. Wir haben den 1,5 Liter Benziner mit 90 PS und der leistet ein maximales Drehmoment von 148 Newtonmeter, welches bei 4000 Umdrehungen die Minute an der Kurbelwelle anliegt. Ihr wollt sie, ihr kriegt sie. Hier sind die Fakten, Fakten, Fakten zum Mazda 2. Mit unserer Motorisierung beschleunigen wir innerhalb von 9,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und die maximale Höchstgeschwindigkeit ist bei 184 km/h erreicht. Der Mazda 2 ist 4,6 Meter lang, 1,50 hoch und misst in der Breite 1,98 inklusive Außenspiegel. Der Wendekreis liegt bei nicht ganz 10 Meter bei einem Radstand von 2,57 Meter. Der Mazda 2 verfügt über einen Tankinhalt von 44 Litern. Bei einem NEFS-Verbrauch, laut Mazda von 4,5 Liter Super auf 100 Kilometer, könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 950 Kilometer kommen. Das Leergewicht beträgt in unserem Fall hier 1050 Kilogramm. Zugeladen werden dürfen 530 Kilogramm. Der Basispreis des Mazda 2 in der Prime-Line und mit dem kleinsten Motor liegt bei 12.790 Euro. Unser Testwagen in der Ausstattung Exclusive kostet in der Basis 16.290 Euro. Ich möchte es gar nicht verschweigen, den Vorgänger vom Mazda 2 fand ich richtig hässlich, den hingegen finde ich richtig attraktiv. Er kommt zunächst in 4 verschiedenen Ausstattungslinien. Die niedrigste ist die sogenannte Prime-Line, dann kommt die Center-Line, dann haben wir die Exclusive-Line, die haben wir hier auch. Darüber ist dann die Sports-Line, die ist ein bisschen sportlicher. Zum Marktstart kommen 2 besondere Editionen auf den Markt. Da haben wir zum einen die Red Edition, die ist ziemlich sexy, und auch die White Edition, und die verfügt im Innenraum über weißes Leder. Wer sich also für den Mazda 2 interessiert, der sollte sich diese beiden Editionen, aufgepasst, die kommen wirklich nur zum Marktstart, wirklich mal ansehen. Mazda macht meiner Meinung nach, was das Design betrifft, seit einigen Jahren alles richtig. Das fing mit der Mazda 6 an, ging dann über den Mazda 3 und auch der Mazda 2. Er strahlt hier in dem sogenannten Kodo-Design. Kodo, das heißt sowas wie sportliche Dynamik oder halt muskulöse Sportlichkeit. Und das zeigt sich hier durch so leicht markante Silhouetten, aber auch das Ganze, dass das wieder nachher so rausfließt. Und das soll die Natur ein bisschen aufheben und die Natürlichkeit so ein bisschen hier reinbringen. Ab der Exclusive Line, und deswegen haben wir uns auch für den hier entschieden, und ab der Sports Line gibt es für 650 Euro Aufpreis Voll-LED-Scheinwerfer, wobei so richtig voll sind sie nicht, denn die Blinker, die verfügen noch über herkömmliche Leuchtmittel, aber ansonsten haben wir hier halt LED-Scheinwerfer und die sorgen natürlich für ein besseres Licht und auch einen geringeren Verbrauch. Und unsere Sarah, die würde, glaube ich, sagen, guck mal, der hat ein richtiges Happy Face, der hat so eine Grinseschnute, der strahlt einen quasi richtig an. Schauen wir uns den Mazda 2 mal von der Seite an. Da fällt uns auf, der ist 14 cm länger als der Vorgänger, 2 cm höher und der Radstand ist 8 cm länger.
Wie haben sie das gemacht? Die haben die Vorderachse weiter nach vorne gezogen, haben, damit sich das Ganze aber wieder auf die Hinterachse abstützt, haben sie das Greenhouse weiter nach hinten gezogen. Das führt noch für einen ganz anderen Effekt, nämlich dass wir vorne besser rausschauen können. In der Basisversion, da rollt der Mazda 2 auf 15 Zoll Stahlfelgen aus dem Werk. Wir haben ja die Exclusive Line, da haben wir die 15 Zoll Alufelgen schon verbaut und in der Sportsline, da kommt er dann auf 16 Zoll Alufelgen. Werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick auf die Außenspiegel vom Mazda 2. Die sind ein bisschen weiter hinten angebracht. Technische Begründung dafür, je weiter der nach hinten rutscht, der Außenspiegel, umso kleiner ist der tote Winkel. Der Mazda 2 wird in Deutschland in 9 verschiedenen Farben angeboten und in Deutschland kommt er auch nur als Fünftürer auf den Markt. In Asien gibt es nochmal so ein Stufneckmodell, das ist für den deutschen Markt aber nicht vorgesehen und einen Zweitürer sehen wir hier auch erstmal nicht. Kommen wir zum abschließenden Heck. Hier möchten wir mal ganz kurz betonen, wir haben hier herkömmliche Rückleuchten. Das heißt, auch wenn wir vorne LED verbaut haben, hier sind noch herkömmliche Leuchtmittel verbaut. Positiv erwähnen möchten wir aber, dass wir hier 2 Rückfahrscheinwerfer haben. Das heißt, in der Regel gibt es immer nur einen. Ne? Also eine Nebelschlussleuchte und eine Rückfahrleuchte. Und hier haben wir gleich 2 Rückscheinwerfer. In LED-Technik ist übrigens die 3. Bremsleuchte, die hier oben in diesem kleinen Dachkantenspoiler verbaut ist. Dann haben wir hier nochmal so links und rechts zu finden. Gott sei Dank haben wir auch einen Scheibenwischer hinten, den brauchen wir nämlich auch, denn das Fahrzeug verfügt über keine Rückfahrkamera. Optional kann man aber auch, und ihr seht es hier, hinten Parkpiepser, also Parksensoren bekommen. Dann schauen wir uns doch mal den Innenraum an. Türen schwenken schön weit auf. Den Sitz jetzt mal ganz nach hinten geschoben. Und da komme ich hier, muss ich an der B-Säule vorbei. Letztendlich muss ich mich auch ein bisschen rauslehnen, um die Tür zu schließen, die ist aber federleicht. Ich merke natürlich sofort beim Einsteigen, dass ich hier im Kleinwagen sitze. Es ist alles sehr kompakt, alles sehr nah beieinander. Und auch wenn die Scheibe vorne ziemlich weit nach unten gezogen ist, ist es doch ansatzweise beengt hier drin. Die Materialien sind größtenteils hartes Plastik, aber immerhin haben sie hier auch ein paar Applikationen reingebracht. Der Jens findet zum Beispiel hier diesen Streifen sehr schön gemacht, was ein bisschen Carbon-Optik vielleicht sein soll. Und hier in den Türen habe ich zwar kein Leder, aber immerhin Stoffbezüge, wo ich öfters mal hinfasse. Das ist in Ordnung. Was die Ergonomie angeht, die Mitte ist mir natürlich nicht zugewandt, aber in dem kompakten Fahrzeug habe ich alles recht gut zur Hand. Und hier habe ich jetzt auch in der Exclusive-Ausstattung das Navigationssystem mit der Konsole hier in der Mitte, wo ich alles sehr schön bedienen kann, sodass ich im Prinzip alles im Griff Farbe. Wir haben sogar eine Gurthöhenverstellung hier und die Gurtlänge ist nicht üppig, aber ich denke ausreichend. Die Sitze hat Mazda ein bisschen höher gemacht, also die Rückenlehnen sind deutlich höher geworden. Ich kann die manuell in der Höhe verstellen, den Fahrersitz allerdings nur, den Beifahrersitz nicht. Ich habe so einen Kippschalter, um mir die Lehne ordentlich einzustellen und natürlich kann ich den Sitz auch ganz nach vorne oder eben ganz nach hinten rücken. Vom Fahren her, was wir bisher erlebt oder erfahren haben, sind die Sitze durchaus bequem. Wir haben hier eine 3-stufige Sitzheizung auch verbaut. Für so einen Kleinwagen bieten die Sitze darüber hinaus ganz schön viel Seitenhalt. Da waren wir sehr beeindruckt. Das Lenkrad ist verstellbar, sowohl im Winkel hier in der Höhe als auch in der Tiefe. Der Radius ist jetzt, ich denke mal, für einen Kleinwagen doch sehr okay. Das Lenkrad selbst in der Exclusive-Ausstattung ist beledert, also eine schöne Lederummantelung. Und ich habe auf der linken Seite die ganzen Bedienelemente für das Infotainment-System und auf der rechten Seite kann ich den Tempomaten bedienen. Die Außenspiegel hatte der Jens schon erwähnt, die sind ganz schön groß. Da sehe ich also sowohl rechts als auch links eine ganze Menge, kann den rückwärtigen Verkehr gut im Auge halten. Der Innenspiegel umfasst das ganze Rückfenster, was natürlich jetzt nicht so wahnsinnig groß ist, aber ich kann auch durch den Innenspiegel sehr schön nach hinten sehen. Wenn ich mich umdrehe, habe ich doch eine relativ breite B-Säule, kann aber dann durch das Fenster noch sehen. Und auf der anderen Seite stört mich auch eine ziemlich breite C-Säule. Aber dadurch, dass das Fahrzeug doch so kompakt ist, ist es noch im Rahmen und hinten fällt er ja auch schön steil ab. Also werde ich auch mit dem Einparken keine Probleme haben, zumal der optionale Parkpieper mir da hilft.
Wir haben leider hier in unserem Wagen nicht das kleine Head-Up-Display verbaut, das Mazda jetzt auch anbietet, auch in dem Segment relativ einzigartig. Das ist diese kleine Plastikscheibe, die nach oben fährt und uns diverse Informationen dann da kredenzen kann. Das 7-Zoll-Display in der Mitte ist kein Touch-Display, sondern ich muss das hier komplett über den Drehregler steuern. Dafür kann ich es aber hervorragend ablesen, weil es auch so schön zentral angebracht worden ist. Hinter dem Lenkrad sehen wir die Armaturen, die wir auch schon aus dem Mazda 3 kennen. Da haben wir also ein zentrales Rundinstrument, das ist der Tachometer, der geht bis 220. Wir haben festgestellt, der Wagen fährt keine 190, ist also noch ein bisschen Luft für Bergabfahrten oder Rückenwind. Links und rechts habe ich zwei kleine Displays. Auf der linken Seite habe ich ein Drehzahlmesser, einen digitalen, und auf der rechten Seite sehe ich dann halt die Tankanzeige und die Angaben vom Bordcomputer. Ein Schiebedach wird es für den Mazda 2 erstmal nicht geben, auch kein Sonnen- oder Panoramaglasdach. Dafür haben wir eine Hupe und die befindet sich natürlich hier klassisch auf dem Pralltopf und hört sich dann so an. Kommen wir zum Ausfahrt-TV Innenraumcheck. Wir haben hier Türtaschen. Da passen kleine Flaschen rein, aber ich denke auch ein halber Liter, wenn nicht sogar ein ganzer Liter. Und dahinter ist dann noch Platz für ja, vielleicht einen Eiskratzer. Also richtig viel ist es nicht. Und in der Griffschale selbst hier könnte ich natürlich auch noch was unterbringen. Beide Fächer sind allerdings nicht rutschfest ausgekleidet. Die nächste Ablage, die ich habe, ist im Prinzip hier vor dem Gangwahlhebel. Da habe ich einen rutschfesten Untergrund und davor sehe ich auch direkt einen 12-Volt-Anschluss und gleich zwei USB-Anschlüsse und auch noch einen AUX-In-Anschluss. Zudem habe ich hier die Möglichkeit, auch CDs abzuspielen. Und mit den Ablagen wird es auch nicht viel mehr. Ich habe hier hinten gerade mal noch zwei Flaschenhalter, Dosenhalter. Die haben keine Abstandshalter, haben einen rutschfesten Bodenbelag. Und man sieht es vielleicht hier, die Cola-Dose kippelt da schon so ein bisschen hinten rum. Dazu habe ich dann ganz hinten noch ein Fach. Das ist vielleicht fast eher für die Passagiere im Fond gedacht. Da könnte ich jetzt auch noch was reinlegen. Das ist aber ebenfalls nicht rutschfest ausgekleidet. Ich habe ein Handschuhfach, was ansatzweise groß ist für den kleinen Wagen. Hier habe ich auch die Möglichkeit, den Airbag auf der rechten Seite auszustellen, wenn ich Kinder denn mitnehmen möchte. Wir haben auf beiden Seiten Sonnenblenden. In beiden Seiten haben wir auch einen Make-up-Spiegel. Der ist allerdings nicht beleuchtet. Dafür habe ich daneben nochmal ein Band, um zum Beispiel ein Ticket festzuhalten. Und wir haben zwei Leuchten, die auf der einen Seite die Funktionalität von Leseleuchten rechts und links haben, aber auch gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung sind. Und abrunden könnte ich das Ganze, wenn ich hier einen Griff hätte. Ich habe aber nur einen einzigen Griff und der ist hier auf der Beifahrerseite. Vor allen Dingen interessant, wie viel Platz habe ich denn auf den hinteren Sitzen? Der Einstiegsbereich ist natürlich deutlich kleiner als vorne und ich muss mich hier schon so ein bisschen reinfalten. Ja, dafür kann ich die Tür einfach schließen. Ja, das Platzangebot hinten ist jetzt nicht ganz so üppig. Man sieht es vielleicht, der Fahrersitz ist eingestellt auf meine Körpergröße 1,80 Meter. Ich bin 1,80 Meter, sitze hinten und meine Knie, die schubbern schon hier an dem Rückenteil des Fahrersitzes. Die Kopffreiheit ist gerade noch so okay. Wenn ich mich nach hinten anlehne, ja, das würde schon funktionieren. Die Ausstattung hier hinten ist auch alles andere als üppig. Ich habe nichts in den Türen, wo ich irgendwas ablegen könnte. Ich habe auch nichts in den Sitzen. Ich habe lediglich dieses kleine Fach. Vielleicht mit einem Eiskratzer, jedenfalls mit unserem Abteilding. Und das war's an Ablagemöglichkeiten. Ich habe gerade mal hier noch Kleiderhaken links und rechts auf der Seite. Für die Kinder, wenn ich die denn anschnallen möchte mit einer Babyschale, da habe ich, denke ich, ausreichend Gurtlänge. Die Gurtpeitschen selbst, die beiden äußeren sind starr und hier die in der Mitte ist dann lose, aber da wird man eh kein Kind anschnallen wollen. Und wir haben auf beiden Außensitzen Isofix-Halterungen. Ich wage jetzt mal das Experiment und setze mich hier in die Mitte. Da sitze ich dann noch ein bisschen erhöhter.
Und wenn ich das so gucke, hier sind die Dinger, die verdecke ich dann quasi schon mit meinem kleinen, zarten Hinterteil, sitze ich auf den beiden Gurtpeitschen drauf. Dann haben wir hier noch elektrische Fensterheber immerhin hinten. Die sind aber quasi manuell zu bedienen, die haben keine Automatik und lassen sich auch nicht wirklich versenken. Und vorne habe ich eine Automatik, da habe ich auch einen Einklemmschutz. Und hier habe ich dann natürlich keinen, weil ich eben die manuell bediene. Und das finden wir eigentlich immer nicht so schön, weil da könnte man das kleine Relais dann vielleicht auch noch einsetzen, um hier hinten den Einklemmschutz genauso zu realisieren. Weil, ja, man kann sich da halt auch wehtun. Aber das war es auch schon von der Rücksitzbank. Negativ bemerken darf ich vielleicht noch, wir haben hier schon die zweithöchste Ausstattungslinie und hinten ist nicht eine Leuchte für die Kinder. Also die Kinder haben hier quasi weder zum Einsteigen noch zum Lesen irgendeine Lichtquelle. Werfen wir also noch einen Blick in den Kofferraum. Da haben wir hier einen Taster und schon öffnet sich die Klappe. Wir haben hier mal unsere beiden Remover-Koffer reingestellt. Die passen da auch ganz lässig nebeneinander hinein. Was so viel heißt wie, ich kriege hier auf jeden Fall Wasser- und Bierkisten auch in den Kofferraum. Da haben wir ja schon andere Kofferräume in den letzten Wochen gesehen, die da deutlich kleiner waren. Wenn ich den Koffer jetzt hier reinheben möchte, dann muss ich gut 80 cm hoch, um dann fast 30 cm wieder nach unten das gut zu heben oder fallen zu lassen vielmehr. Insgesamt passen 280 Liter in den Kofferraum hinein. Mit der Ausstattung des Kofferraums bin ich auch ganz schnell durch. Ich habe hier auf der linken Seite eine kleine Beleuchtung, die ich auch schalten kann. Auf der rechten Seite habe ich zwei Bänder, wo ich irgendwas mit festbinden kann. Und wenn ich den Boden anhebe, habe ich in der Reserveradmulde so einen Einsatz. Und da finde ich einen Abschlepphaken, das Tire Fit und eine Kombi-Bag, eine Kfz-Kombitasche mit Warndreieck, Warnwesten und Verbandskasten. Und das finden wir natürlich nicht so toll, dass das unter dem Boden nochmal ist, weil wenn ich schon was im Kofferraum geladen habe und jetzt habe ich einen Notfall, muss ich immer erst alles ausladen, um da entsprechend dran zu kommen. Wir haben einen Kleinwagen, ich komme also ganz locker an die Knöpfe, mit denen ich hier die Rücksitzbank umwerfen kann. Und das tue ich auch mal. Die ist geteilt im Verhältnis 60:40. Ich habe, wenn ich sie umgeklappt habe, keine ebene Ladefläche, sondern ich denke mal gut 15 cm Versatz da drin. Und insgesamt bis zur Decke quasi kann ich jetzt oder habe ich ein Ladevolumen von 950 Litern. Wir haben hier in der Tiefe gut 1,40 Meter, fast 1,50 Meter Platz. Und wenn ich den Sitz ganz nach vorne rücke, sind es nochmal gut 20 cm mehr. In der Breite, da haben wir unsere Tonne jetzt hier mal reingehoben, haben wir auf jeden Fall 1 Meter Platz. Mit meiner Körpergröße von 1,80 Meter habe ich keine Probleme hier mit der Klappe. Wenn ich 1,90 bin, muss ich schon ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf stoße. Wir haben eine Zuladung von 530. Wir dürfen 50 Kilo aufs Dach packen. Und es gibt sogar eine Anhängerkupplung für den Mazda 2, die ist dann abnehmbar, hat eine Stützlast von 50 Kilo und darf gebremste Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis zu 1,1 Tonnen ziehen. Dann würde ich sagen, ich drücke jetzt mal den Startknopf und dann nehme ich euch mal mit auf eine Runde im Mazda 2. Sprechen wir ganz kurz über den Fahreindruck zum Mazda 2, der heute verdammt kurz ausfällt, ungefähr genauso kurz wie der Wagen auch ist. Die Lenkung, die ist nicht sonderlich direkt. Da gibt es, klar, gibt es Schlimmeres, gar keine Frage, aber es gibt halt auch direktere Lenkungen für die Kleinwagenklasse, aber denke ich mal angebracht. Wir haben jetzt hier das Fünfganggetriebe verbaut. Die Schaltwege, die sind kurz und knackig, da kann ich mich nicht beklagen. Und richtig ausfahren konnte ich den Wagen hier auf Barcelona oder in Barcelona ja sowieso nicht. Optional gibt es wie gesagt auch nochmal Sechsganggetriebe oder halt auch eine Sechsgangautomatik für die größeren Motoren. Bei den Bremsen kann ich sagen, die sind ausreichend groß dimensioniert. Vorne haben wir Scheibenbremsen, hinten wird noch getrommelt. Reicht aber auch vollkommen aus. Ganz und gar nichts zu meckern habe ich beim Fahrwerk. Das ist ansatzweise komfortabel. Ne? Man darf natürlich nie vergessen, wir sitzen in einem Kleinwagen und es schaukelt sich aber auch nicht auf und auch selbst zügigere Kurven
kann man hier problemlos mal mitnehmen. Wir fahren jetzt hier 100 km/h und ihr hört es im Hintergrund, der Motor ist angenehm leise. Das Einzige, was man jetzt hier gerade so ein bisschen hört, sind die Windgeräusche. Was der Wagen übrigens auch hat, ist eine Schaltanzeige. Das heißt, er gibt dann so ein paar Schaltempfehlungen, jetzt vom 4. in 5. schalten zum Beispiel. Wo ich aber sagen muss, dass man da nicht immer drauf hören sollte. Unter uns, ihr wisst es, normalerweise mag ich sportliche Modelle und sportlichere Motoren mit viel Leistung. Aber was man haben will und was man sich leisten kann, das sind ja auch immer so zwei Paar Schuhe. Ich glaube, dass diese 90 PS Version hier vollkommen ausreicht für das, was man im Alltag so braucht. Der ist ansatzweise spritzig und lässt sich wirklich ganz gut fahren. Gibt's nichts zu meckern. Für den Mazda 2 gibt es in dieser Wagenklasse, kann man es hervorheben, diverse Assistenzsysteme. Unter anderem das RVM Rear Vehicle Monitoring, nennt Anna auch Totwinkelwarner. Das funktioniert ab 30 km/h und erfasst Fahrzeuge, die bis zu 45 Meter Entfernung zu unserem Fahrzeug hier haben. Zudem haben wir eine Ausfallhilfe RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Das ist im Prinzip so, dass wenn ich aus einer Parklücke von hinten, also rückwärts aus einer Parklücke fahre, dass der Bereich um das Auto herum auch überwacht wird mit Radarsensoren. Zudem gibt es den City Notbremsassistenten, der funktioniert zwischen 4 und 30 km/h und versetzt die Bremse quasi, wenn ein Auffahrunfall naht, in so einen Alarmzustand bzw. bremst dann auch selbstständig. Weiter gibt es noch einen Spurhalteassistent, LDWS, Lane Departure Warning System, der halt die Spuren versucht zu scannen, und wenn ich dann über die Spur hinüberfahre, hört man so ein lautes, deutliches Brummen, was mich halt warnt, dass ich die Spur verlasse. Auch eher ungewöhnlich für die Fahrzeugklasse ist der Fernlichtassistent, sprich ich kann mit Fernlicht fahren und wird ein Fahrzeug erkannt, was vor mir fährt oder mir entgegenkommt, dann blendet der Wagen automatisch ab. Beim Infotainment-System sollte ich zuerst mein Telefon verbinden, vorzugsweise per Bluetooth. Dann kann ich hier über Favoriten und Kontakte bzw. auch meine Anrufhistorie zugreifen. Automatisch ist dann auch das Telefon musikseitig gepairt und ich spiele jetzt hier gerade über Bluetooth Spotify ab. Ganz interessant ist aber auch noch, dass sie hier Stitcher mit anbieten und auch AHA. AHA ist quasi so ein Schweizer Taschenmesser, wenn man die App auf dem Telefon installiert hat. Das gleiche gilt für Stitcher. Dann borgt sich quasi das Infotainment-System die Funktionalität dieser App wie auch die Internetverbindung vom Handy. Und kann dann quasi auch Inhalte streamen bzw. sogar auf Facebook zugreifen. Generell ist die Bedienung so angelegt, dass immer maximal 7 Elemente nur angezeigt werden. Man sagt ja, dass man nur 7 Sachen immer erfassen kann mit einem Blick, sodass man auch nicht zu sehr vom Fahren abgelenkt wird. Weiter ist vielleicht noch ganz interessant, dass man sieht, dass oben jetzt hier immer eine Leiste eingeblendet ist, wo die aktuelle Meldung vom Navigationssystem eingeblendet wird, beziehungsweise die jeweils nächste Anweisung. Das Navigationssystem kann man nur kaufen ab der Exclusive-Ausstattung und das kostet dann nochmal 600 Euro Aufpreis. Die Serienboxen, die verbaut sind, sind in Ordnung. Kommen wir zum Fazit. Mazda 2, die 90 PS Version in der Exclusive-Ausstattung. Jens, was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen, was sollte Mazda noch verbessern? Also gefallen hat mir, und ich glaube, da sind wir uns einig, die Optik. Ja. Und nicht so ganz gefallen, das sind so ein paar kleine Punkte, was die Familienfreundlichkeit betrifft. Das ist natürlich jetzt das Problem, wir sind beide Familienväter, haben da also immer so den Blick drauf. Das ist einfach die Tatsache, der Einklemmschutz hinten von den Fenstern, der da fehlt, oder auch die Tatsache, dass ich die elektrischen Fensterheber zwar sperren kann, denn ich dann aber auch die anderen Fenster, wenn ich sie gesperrt habe, vom Fahrersitz aus gar nicht mehr bedienen kann, dass es hinten keine Beleuchtung gibt. Das sind so also die Kleinigkeiten, die würden mich jetzt hier stören oder mich daran tatsächlich auch hindern, so ein Fahrzeug in die engere Auswahl für mich als Familienfahrzeug zu nehmen. Wie sieht es bei dir aus? Also aus der Auswahl wird es bei mir, glaube ich, nicht rausfliegen, aber es ist schon schade, dass hinten so gespart wurde. Also vorne haben wir eine schöne Fahrgastzelle, also vorne kann man sich wirklich wohlfühlen und hinten ist dann quasi wie vorne Business, hinten Economy. So sieht es aus. Aber rundum, denke ich, ist ein ordentliches Auto, wir sind beide sehr zufrieden.
machen wir schnell das Daumenspielchen. Ja. Effizienz sagen wir nicht zu, dafür hatten wir zu wenig Fahranteile. Komfort, ich finde, läuft unheimlich ruhig, das ist sehr schön. Fahrspaß. Wir müssen dazu sagen, wir sind in Barcelona unterwegs. Wir sagen das jetzt immer extra nochmal dazu, in Barcelona unterwegs und haben hier halt uns natürlich auch an die Verkehrsregeln gehalten. Das heißt, so richtig den Fahrspaß erfahren, gerade auch alles, was über 100 km/h geht, können wir gar nicht. Aber es soll auch gar nicht sein. Es ist ein Cityflitzer und ich denke, für die Stadt reicht auf alle Fälle auch die 90 PS Motorisierung hier vollkommen aus. Also ich sage euch, ich sag einen Daumen nach oben, weil der ist flott unterwegs. Also 90 PS bei dem Gewicht, das macht durchaus Spaß. Ja. Kannst du schon um die Kurven schieben. Alltagstauglichkeit. Mit den Einschränkungen auf der Rücksitzbank, ohne die würde ich den Daumen ganz nach oben und so ein Stückchen weiter rüber. Ich schiebe sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Kofferraumvolumen 280 Liter reicht aus. Aber ich finde diese Ladeluke finde ich ein bisschen klein und die Ladekantenhöhe etwas zu hoch. Finde ich nicht so dramatisch. Dafür passen wenigstens Wasserkisten rein. Da sind halt ganz kleiner andere als du. Autos gefahren, genau. Gut, Gesamteindruck? Der kann nur positiv ausfallen. Ja. Also meiner Meinung nach macht Mazda auch mit dem Mazda 2 weiterhin alles richtig. Und da gibt es nicht wirklich viel zu meckern. Was ich nochmal ganz kurz erwähnen möchte, wenn man jetzt hier alle Optionen tatsächlich auch reinkonfiguriert, die es so gibt, dann wächst der vom Preis gar nicht so immens in die Höhe. Ja, und da gibt es dann halt wirklich Sachen, die gibt es bei Mitbewerbern einfach noch nicht. Ja, also konfigurieren braucht ihr auch nicht groß. Es gibt halt immer nur 1, 2, 3 Optionen pro Ausstattungslinie. Gut, das war's. Kurzes Auto, kurzes Fazit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, wir freuen uns über den Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt zu unserem Fahreindruck, unten in die Kommentare. Falls noch nicht getan, abonniert uns doch. Wir freuen uns auch, wenn ihr diese Videos teilt von uns bei Facebook, bei Twitter oder bei Google+. Und wir verabschieden uns jetzt. Wir müssen wieder nach Hause. Bis dann. Kann ich das einmal normal sprechen, bitte? Darf ich sagen, dass ich den Vorgänger hässlich fand? Ja. Soll so eine sportliche Dynamik sein oder eine Scheiße! Bäh. Das mach ich normal. War aber gut. Die Ausstattung ist ähnlich üppig wie die Rücksitzbank. Ich habe hier eine... Jan. Bis zu 1,1 Tonnen ziehen? Wolltest du nochmal machen? Bitte? Wolltest du bis zu 1,1 Tonnen nochmal machen oder ist das egal? Ich kann den ganzen nochmal sprechen, der wäre jetzt auch nicht so doll. Ja.